Ich war dabei, anno 1402. Als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging, im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Und deshalb gibt's in der Geschichte auch keinen Held. Der erste Loser ist der Müller, der den König trifft. Hey König, mein Mädchen ist für dich ein echter Lift. Sie sieht verdammt gut aus und macht dir Gold aus Stroh. Der König sperrt sie ein und sagt: Mach mich froh. Sie hat keinen Plan und weint sich die Augen rot. Denn sie weiß, wenn sie es nicht schafft, dann ist sie tot. Aus dem Nichts kommt ein Männlein und bietet ihr einen Tausch. Halsband gegen Gold. Der König ist im Rausch. Ich war dabei, anno 1402, als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging. Im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Und deshalb gibt's in der Geschichte auch keinen Held. Am zweiten Abend rettet sie ihr Fingerring. Aber dann wird's gefährlich, denn der war ihr letztes Ding. Den dritten Abend denkt sie nur: Bald baumel ich im Wind. Und verspricht dem Männlein ihr ungeborenes Kind. Der König sieht das Gold und meint: Das Mädel muss ich haben, will mich an ihrem Gold und ihrer Schönheit laben. Er nimmt sie sich zur Frau, ich frag, hat man sie gefragt? Und wenn schon, hat sie sicher nicht aus Liebe ja gesagt. Ich war dabei, anno 1402, als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging. Im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Und deshalb gibt's in der Geschichte auch kein Held. Die Frau bekommt ihr erstes Kind und hat komplett vergessen, was Versprechen sind. Das Männlein kommt herein und sie bietet all ihr Geld. Doch ihm ist was Lebendiges, das Liebste auf der Welt. In Tränen bricht das Mädchen aus und weint den ganzen See. Das Männlein fährt im Boot heran und sagt: Mein Name ist Reh, ich hab Mitleid mit dir. Wenn drei Tage rum sind und du meinen Namen weißt, dann behalte du dein Kind. Ich war dabei, anno 1402, als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging. Im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Show, showdown, 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 showdown. Am ersten Tag probiert sie alle Namen, wie sie weiß. Das Männlein ist gelangweilt, ne Schüssel heißen Reis. Am zweiten Tag nahm aus der Nachbarschaft. Das Männlein nimmt das Kind in Untersuchungshaft. Und am dritten Tag verbringt ein treuer Bote ihr den Tipp. Sie sagt: Rumpelstilzchen. Das Männlein sagt: Shit. Vor Wut rammt es sich rechts in den Boden hinein und reißt sich dann am linken Bein selbst entzwei. Ich war dabei, anno 1402, als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging. Im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Und deshalb gibt's in der Geschichte auch keinen Held. Du denkst, jetzt ist der Song vorbei, da hast du dich gestochen. Der Rumpelstilzchen-Hip-Hop wabbelt weiter wie ein Rochen. Du weißt nicht, wo die Welle anfing, weißt nicht, wo sie endet. Als ob ein DJ jedes Mal die Platte wendet. Ich war dabei, anno 1402, als eine Müllers Tochter fast zugrunde ging. Im Grunde ging es gar nicht um sie, sondern nur um das Geld. Und deshalb gibt's in der Geschichte auch